So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist immer noch Abenteuerwoche, bei mir ist immer noch Donnerstag. Dieses Video nehme ich aber auf Samstag, also auch jeden Tag wirklich was zu gucken habe. Und wenn ihr euch fragt, was ich gerade mache, natürlich Müll wegbringen, wie jeden Tag. Aber guckt euch das mal an, was hier Geniales drin ist. Eine Crazy Cheese Mix Pizza von den Ninja Turtles, genauso wie hier drüben diese Green Double Pepperoni Pizza. Die habe ich beide getestet. Für Ramses Kitchen, das wird dann halt mal irgendwann online kommen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit ist so viel Zeug da. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Alles ist aktuell, alles soll gleich hoch. Aber irgendwie ist schon was oben. Und dann kannst du das nicht alles so zusammen machen. Jetzt bringe ich erstmal das hier weg. Und dann zeige ich euch jetzt die Forschung, die wir haben in der Abenteuerwoche. Aber nicht die Ticketforschung. Die habe ich nämlich von Alexander Ahringer bekommen. Die war richtig genial. Ihr musstet 5 Kilometer laufen und habt 10 Begegnungen bekommen mit Balgoras und Amarino. Ob da ein Shiny dabei war, das seht ihr im gestrigen Video, das weiß ich nämlich auch noch nicht. Die habe ich nämlich noch nicht abgeholt. Bevor ich überhaupt irgendwas fange, muss ich nämlich das Intro noch von diesem Video drehen, was ich jetzt gerade mache. Also wir bringen den Müll weg, dann zeige ich euch die eigentliche Forschung, die man ohne Ticket hat, die jeder hatte in der Abenteuerwoche. Und es macht irgendwie richtig Spaß. Ich weiß nicht, wenn ich mir die Spawns angucke, die vielen neuen Shinies, die ganzen coolen Pokémon. Es ist einfach richtig brutal. Die Polarlichter sind zurück. Der Himmel ist dann richtig dunkel im Game. Das sieht auf jeden Fall alles speziell und anders aus. Jetzt schmeiße ich euch wieder mal hier in unsere super Tonne. Die machen wir auf. Den Beutel nehmen wir natürlich wieder mit. So. Und wenn ihr noch einen YouTuber kennt, der immer filmt, wie er seinen Müll wegbringt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Den würde ich gern grüßen. So, ganz klassisch stehen wir also jetzt wieder bei den Mülltonnen. Ihr seht Ghetto-Block im Hintergrund. Wir gehen mal kurz hier auf die Forschungen. Alles im Heute-Tab. Ich habe noch nicht angefangen mit der normalen Forschung, die für alle ist. Ihr seht, die andere ist komplett fertig. 5 Kilometer laufen, aber die habt ihr ja im Video gestern gesehen. Ihr seht, das ist mega kompliziert. Dann hier die 4 Sammler-Herausforderungen, wo man jetzt auch schön sehen kann, was man noch braucht und was nicht. Wir brauchen jetzt aber Fange 3 Pokémon. Das können wir jetzt hier vielleicht direkt machen. Da sitzt nämlich ein Schilderus, wo wir einfach mal draufklicken. Das jetzt einfach mal hier eintüten. Mit Fangtrick schnell zurück. Dann brauchen wir hier, jetzt ist es fort, verdammt nochmal, haben wir noch was im Queststapel. Wir holen uns aus dem Queststapel ein Luturzel. Hier sind halt keine Pokestops, hier sind halt keine Spawns bei den Mülltonnen. Das ist auch gut so, sonst würden die Kinder den ganzen Tag in den Mülltonnen sitzen und Pokémon spielen. Das wollen wir ja nicht, hat Niantic gesagt. Jetzt müssen wir das erste Kapitel sowieso schon fertig haben. Abenteuer nah und fern 1 von 4. Wir holen direkt mal die Pokémon-Belohnung ab. Es ist ein Kiesling 494. Ihr seht, es ist sehr dunkel im Spiel. Es ist irgendwie Nacht. Es sieht verdammt genial aus. Wir holen die Endbelohnung ab. 500 Staub gibt es noch dazu und ein Rotomurf. Ich weiß schon, ich wurde schon ein bisschen gespoilert, dass man auf der zweiten Seite dann einen Pfad auswählen kann und die wir jetzt aus der Forschung haben oder eben aus dem Feld, aus den Feldforschungen, die werden wir kurz mal bewerten. Da kann nämlich immer was richtig Gutes mit dabei sein. Ansonsten lesen wir kurz mal die Aufgaben vor im zweiten Kapitel. Ihr habt ein Sightseeing-Abenteuer und ein Studienabenteuer. Beim ersten müsst ihr mehr laufen und mehr Eier brüten. Beim zweiten, da ist ja auch ein Fernglas, müsst ihr mehr Feldforschungsaufgaben machen. Mir ist das mit den Eiern irgendwie gerade aber interessanter, weil das ist gefühlt, das ist ein Ei-Event. Warum auch immer, es ist ein Ei-Event. Ich drücke also auf das erste, nehme die Aufgaben an. Die Belohnungen sind sowieso für beide Pfade gleich. Ihr kriegt bei beiden Pfaden exakt genau die gleichen Pokémon aus den Endbelohnungen. Deswegen ist das egal, was ihr da wählt. Nur die Aufgaben sind anders. Abenteuer nah und fern 2 von 4. Dreh 5 Pokestops. Laufe 1 Kilometer. Fange 10 Pokémon. Das machen wir jetzt. Aber jetzt muss ich erstmal den Rest von dem anderen Video aufnehmen. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier vor mir seht ihr einen riesengroßen Baum, wenn ich es mal rumdrehe. So sieht das dann aus. Ist das nicht herrlich? Hier ist auch irgendwie so ein Asia-Mann. Also ein, eigentlich denkt man ja bei einem China-Mann, da gibt es doch bestimmt lecker Nudeln und so Zeug. So richtig deftige Gerichte. Hier gibt es Pommes für 2,50 und Bockwurst für 2,50.
Und Bier natürlich. Hier trifft man sich zum Bier trinken oder zum Pommes mit Bockwurst essen. Das ist der Chinamann aus Meiningen. Ich möchte mich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, hier drunter setzen unter diesen Baum. Wir probieren es einfach mal aus. Der Ramses ist ja der Allessitzer, der kann sich ja überall hinsetzen. Es geht nämlich jetzt noch ein Ei auf. Ich habe nämlich weil ich schlau bin, habe ich ein 2-Kilometer-Ei in eine Brutmaschine gelegt, was dann nur 1 Kilometer braucht. Ich ja 1 Kilometer laufen musste und dann ungefähr wusste, wann der 1 Kilometer um ist, weil ja dann immer da stand, wie weit das Ei ist. Deswegen werden wir das mal kurz bewerten. Das ist schlecht. Jetzt drücken wir mal hier drauf. Gucken, was wir noch brauchen. Ein Pokestop fehlt noch. Der müsste auch hier sein. Den können wir hier drehen. Allee mit bemalten Mülleimern. Drehe 5 Pokestops, ist jetzt also auch fertig. Holen wir hier noch die 1500 Staub ab. Wir holen hier die Pokémon-Belohnung ab. Das ist ein Kleinstein. Ja, der weicht natürlich aus, dieser Blumenkohlkopf. Der Himmel immer noch perfekt, genial. Ich weiß nicht, könnt ihr mir erklären, wieso der Himmel so aussieht, wie das zusammengehört? Ich kenne mich ja in der Pokémon-Welt nicht so aus, ihr wisst das ja vielleicht. Hat leider auch nur 2 Sterne, wir nehmen das andere hier noch an, die nächste Pokémon-Belohnung. Dazu nochmal ein Amarino, was ein bisschen hartnäckiger ist, auch blau wird dann weiß. Ich habe glaube ich noch nie ein weißes Shiny gesehen, oder doch bei Mega Gengar. Das Shiny Gengar in der Mega-Entwicklung wird ja auch weiß, das vergisst man immer, das sieht man so selten. Obwohl man immer eins machen könnte. Auch 3 Sterne, leider kein Shiny. Nehmen wir mal hier noch die Kapitelbelohnung mit. Dann kommen wir auf die nächste Seite. Bin ich mal gespannt. Ich weiß ja, dass es sich dann um Eier dreht und um Laufen und eben nicht um Feldforschungen. Hier noch ein Nasknet oder Nasgnet, weil das von Magnet kommt. Oder wie würdet ihr dazu sagen? Nasgnet oder Nasgnet? Ich glaube, Nasgnet ist sogar richtig. Klingt halt total komisch. Nasgnet, als würde man das so komisch betonen, aber... Das muss auf jeden Fall richtig sein. Nasgnet hat auch 3 Sterne, ist aber kein 100er. Gehen wir mal weiter. 3 von 4, verwende 5 Bären beim Fangen von Pokémon, laufe 2 Kilometer und brüte ein Ei aus. Ich habe jetzt mal hier ein paar Eier reingelegt, so zeitversetzt. Da habe ich welche, die brauchen 3,3, welche, die brauchen 2,5. Da ist jetzt ein bisschen was da. Das laufe ich jetzt mal ab. Und dann gucke ich mal, was passiert. Packe ich das 2er nochmal rein? Nee. Die Unendliche ist ja da unten. Da kann ich ja jetzt nicht das da oben nehmen. Also, wir fangen ein bisschen, wir laufen ein bisschen, wir brüten ein bisschen, gucken, was passiert, melden uns gleich zurück. So, beim Erkunden habe ich wieder mal was entdeckt, was ich noch nie gesehen habe. Normalerweise laufe ich immer da vorne diese Straße lang, da geht es auch irgendwann mal zum Teegut. Jetzt habe ich gesehen, hier ist ein Türchen auf. Bin jetzt mal hier reingelaufen, habe jetzt mal geguckt, wie es hier aussieht. Hier ist so ein großer Innenhof. Ich war hier wirklich noch nie. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Dann habe ich gesehen, da hinten sind nochmal Treppenstufen, die irgendwie da hochgehen. Hier sind auch wie so Bänke, hier kannst du dich hinsetzen. Wie eine Tribüne, so ähnlich, fast schon aufgebaut. Ich finde das mega interessant. Hier hast du jetzt Treppenstufen, die hochgehen und man sieht schon, da ist wohl eine Art ja, Raucherpavillon oder irgendwas. Hier hast du sogar Geländer dran. Und wir wollen uns jetzt mal hier kurz in den Raucherpavillon begegnen, der halt richtig abgefuckt aussieht. Aber das Dach ist dicht. Das ist das Umbrella-Zeichen. Das sieht gut aus. Hier möchte ich mich kurz mal setzen, denn es gehen Eier auf. Jetzt ist das Problem, wir sind schon bei 2,5 gelandet. Die Eier gehen auf, die 5er-Eier gehen auf, aber ich habe die 2 Kilometer noch nicht voll, da fehlen nämlich noch 500. Wir drücken die ganz fix mal durch. Da ist ein Rabauz drin. Ihr seht, durchs Draufklicken auf die Eier kann man die Animation auch überspringen. Kabuto, Kiesling, muss immer warten, bis der Name dasteht, Castella und Ammonitas. So, die können wir ja jetzt alle 5-mal bewerten. Weil die aus Eiern kommen, 15, 15, 11, hier auch 15 ange... Hui! Würde Brandon 10 sagen. 5, 5, 5 Castella aus dem Ei gebrütet, 100%. Nehmen wir mit, Kiesling, Rabauz, nicht so krass. So, Eier sind jetzt fertig, aber ich brauche ja immer noch, laufe 1 Kilometer voll. Und dann dürften jetzt noch 500 Meter fehlen. Das machen wir noch fertig und dann brüten wir das nächste Ei.
weil in der nächsten Aufgabe sind schon wieder Eier und das muss ich irgendwie überschneiden. Und guckt euch diesen super genialen Hintergrund an bei Aero Kacksprühl. Ich versuche euch mal irgendwie so festzuhalten, gleichzeitig so zu curven, einfach fabelhaft zu treffen. Ich muss weiter, es regnet nämlich zwischendurch immer mal. Da war es ganz gut, dass man sich hier unterstellen kann. So, hier haben wir das nächste Schmankerl auf der Tour, ein Graffiti. Das möchte ich euch auch zeigen. Das sieht auf jeden Fall auch richtig stylisch aus. Ist hier wohl an einer Schule oder was das ist. Und hier habt ihr Steine. Guckt euch das mal an. Ein Stein, zwei Steine, drei Steine, ganz viele Steine. Ich möchte mich wieder hersetzen, möchte die Aufgaben abholen. Hier ist nämlich auch wieder ein Dach. Das heißt, wir pflanzen uns hier einfach wieder irgendwo auf den Boden. Da ist jetzt leider noch ein Ei. Eigentlich hätte ich das für die nächste Aufgabe gebraucht. Ich glaube, beim nächsten muss man drei Eier brüten. Jetzt wären es genau drei gewesen, die aufgehen. Das geht leider jetzt schon auf. Und es ist ein Pionscorer. Dann auch noch sowas Abartiges. Aber das bewährt mal kurz. Ist schlecht. Wir gehen direkt auf die Aufgabe. Müssen noch... Ach so, eine Beere braucht man noch beim Fangen von Pokémon. Da sitzen drei Cognodon und ein Anorith. Eigentlich hätte ich das Anorith befreien müssen, aber wir nehmen mal ein Cognodon weg. Vielleicht kann sich das Anorith gegen die restlichen zwei Cognodon wehren. Ich glaube es zwar eigentlich nicht. Hätte man lieber das Anorith mitgenommen, die Cognodon alleine sitzen lassen. Das wäre sicherlich genial gewesen, aber es ist zu spät. Jetzt haben wir schon das Cognodon. Jetzt können wir die Aufgaben abholen hier, die Belohnungen, 2500 Staub, hier ist eine Pokémon-Belohnung drin, das ist ein Litomyph. Litomyph, zack, Ball drauf, nehmen wir mit, gibt es ja auch als Shiny, also ich glaube gefühlt alles gibt es als Shiny in der Abenteuerwoche. Jedes wilde Event, Spawn, Pokémon kann Shiny sein und ich weiß nicht, das ist gefühlt halt wirklich eins der besten, genialsten, heftigsten Events immer. Das sieht einfach anders aus. Das hat halt die besten Spawns. Gerade auch die Gesteins-Pokémon sind meistens mega nützlich. Jetzt waren ja gerade wieder hier die Kando-Vögel in den Raids. Wir wissen, dass Krypto-Arktos noch in den Raids ist momentan. Dann kommt ja sicherlich auch Krypto-Zapdos und Krypto-Lavados. Gerade gegen Lavados, Gestein, nochmal gegen Feuer, gegen Flug. Nimm mal ein Showcase in der Nähe teil. Ja, nee, jetzt nicht. Das muss ich irgendwann machen. Hier noch das letzte abholen. Dann kommen wir nämlich schon ins letzte Kapitel rein. 4000. Hier ein Dickda. Naja, das Dickda ist jetzt nicht so krass. Digga, Alter, was ist denn das? Ist ja nur ein Dickda. Aber bin gespannt, was im letzten nochmal steht. Ich habe es mir nämlich nicht alles gemerkt. Ich habe ganz kurz so eine Grafik gesehen, es gibt zwei Wege. Dann war mir klar, ich möchte den Eierweg. Ich möchte nicht den Forschungsweg. Das ist auch schlecht. Wir gehen rein und brauchen jetzt noch... Fange 15 Pokémon vom Typ Gestein. Laufe 3 Kilometer und brüte ein Ei aus. Also von wegen 3 Eier, es waren 3 Kilometer und ein Ei. Habe ich denn noch ein Ei drin, wenn wir hier rüber gucken? 3,3, 3,3, 3,3... da gehen ja bald Eier auf. Und unten 3,3 von 4. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht, wenn ich aufstehe, sind die Eier schon fertig. Ansonsten melde ich mich gleich zurück, wenn die Eier aufgehen. Im schlimmsten Fall muss ich nochmal 3 Minuten warten und 3 Minuten in irgendeine Richtung laufen, damit die aufgehen. Ja gut, jetzt ist es doch soweit. Die Eier gehen auf. 3 10 Kilometer Eier. Wir drücken die ganz fix durch. Haben da nochmal ein Amarino drin, haben da ein Emolga drin und nochmal ein Amarino. Das ist fett, die drei bewerten wir jetzt auch kurz. Vielleicht ist da noch was Gutes dabei, vielleicht ziehen wir das zweite 100er heute. Nee, das hat 15 Angriff zumindest. Jetzt also Gesteins-Pokémon fangen und 3 Kilometer laufen. Ich laufe erstmal Richtung Teegut. So, ich war jetzt mal kurz hier in diesem Teegut. Seht ihr hinter mir? Das ist der Teegut. Da habe ich mir jetzt dieses Corona extra geholt. Grüße an der Bo mit seinem Coronas T-Shirt. Es regnet halt schon wieder. Ich bin jetzt so weit von zu Hause weg. Die 3 Kilometer müssen noch voll werden. Die 15 Steins-Pokémon noch gefangen werden. Ich trinke mir jetzt erstmal ein. Und dann laufe ich den ganzen Weg zurück und hoffe, dass die 3 Kilometer plus die Gesteins-Pokémon voll werden. Grüße an der Bo. Es gibt Dinge auf der Welt, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, das ist eine Treppe. Da kannst du runtergehen. Jetzt ist aber extra vor dieser Treppe eine Absperrung, dass du nicht runtergehen kannst. Aber du kannst ja hier durchlaufen.
Warum ist sie nicht zu, dass du nicht durch kannst? Weil du durch kannst, worum geht's denn? Ist hier was neu? Sind die Stickel vielleicht neu gemacht? Warum steht die Absperrung dann aber hinter den Stickeln und nicht vor den Stickeln? Genau, da muss sie jetzt erstmal überlegen. Also, ich kann es mir nicht erklären, oder ist das, damit nicht die Autos hier runterfahren? Und deswegen ist eine Absperrung da, weil die Treppe so breit ist, aber dafür sind ja die Stickel da. Und ohne die Stickel, ja, macht der Zaun Sinn, dass da keiner runterfährt? Wer fährt mit dem Auto eine Treppe runter? Ich weiß es nicht. Für Fußgänger kannst du durchlaufen, für Stickel neu, ich meine, die sehen alt aus, müsste der Zaun ja davor oder beidseitig? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt fertig mit der Forschung. Ich kann jetzt mal kurz hier rüber schauen. Hier wurde nämlich neu gebaut, da vorne ist auch noch ein Zaun, falls euch das interessiert. Hier haben sie jetzt so eine Überdachung hingemacht, das sind doch so Automaten, keine Ahnung, neue Parkplätze, vielleicht auch mit Elektro zum Aufladen, irgendwas. Ich versuche mich jetzt mal ein letztes Mal hier hinzusetzen und abzuholen. Wenn ich hier reingehe, 4 von 4, wir haben 4 Pokémon-Begegnungen, die wir noch abholen können, haben jetzt hier ein Amarino, zack, wird eingetütet. Mensch, das dauert aber, diese ganzen Fanganimationen immer. Kann man die nicht irgendwie überspringen? Nehmen wir mit, okay. Drücken nochmal hier drauf. Nehmen das zweite noch mit. Wir werden gleich auch noch alles bewerten. Hier ist ein Kleinstein drin. Da fangen wir mit gut. Da kann ich mal einen Schluck von dem Cojones nehmen. Es ist nämlich sehr entspannend, immer draußen zu laufen, während man nass wird, weil es regnet, und sich ein Bier aus dem Tegu zu holen und an der Boot zu denken und deswegen extra ein Cojones nehmen. So, der Balgoras, der ist auf jeden Fall sehr wehrhaft, der wehrt sich nämlich. Wir werfen trotzdem den Ball drauf, hoffen, dass der drin ist. Und ich habe auch gleich noch mehr gemacht, als ich muss, denn nach diesem Balgoras, was am Showcase teilnehmen kann, seht ihr hier unten schon, bei den Sammlerherausforderungen ist auch schon was fertig. Jetzt habe ich irgendwie das weggedrückt. So, hier oben. Ein Dickter mit Haare dran. Ist das nicht cool? Ich freue mich über jedes Balgoras und Amarino, aber Dickter, weiß ich nicht. Das ist ja lustig einmal, aber danach ist es auch irgendwie wieder nervig. Das heißt, die Forschung ist jetzt komplett fertig, ist weg. Und wir haben jetzt noch die Sammlerherausforderungen. Alle Dinger sind fertig, bis auf das eine. Hier muss ich nämlich noch ein Cognodon zu Ramaidon entwickeln. Ich guck mal, hier ist ein Cognodon. Wir entwickeln das jetzt einfach mal mit 50. Da waren ja eigentlich immer nur 2 Pokémon, die man fängt. Und genau diese 2, die man fängt, musste man auch entwickeln. Dann hat man alle 4 in einem Abschnitt fertig gehabt. Das ging auch recht einfach. Da war auch nichts Brutales dabei, wie bei Tag- und bei Nacht entwickeln, sondern alles nur mit Bonbons direkt entwickelbar. Also auch nochmal 4 Sachen auf der Sammlerherausforderungsmedaille. Müsste da gut dazugehen. Wir gehen jetzt mal hier rein. Wurzel und Klaue. Holen das mal ab. Noch ein Amarino, das passt perfekt. Ich hoffe auf 2 Amarino, 2 Balgoras, dann bin ich glücklich. Danke nochmal an Alex für das Ticket, was er mir für die Forschung im letzten Video gegeben hat, was ich jetzt aber schon wieder kritisieren könnte oder müsste. Die Ticketforschung, die 2,49 Euro kostet, ist in 5 Minuten abgeschlossen gefühlt und du hast eigentlich nur eine Aufgabe. Die Forschung, die für jeden kostenlos ist, umfasst 4 Seiten, 2 Pfade, ist komplett abwechslungsreich und ja, keine Ahnung, ist halt einfach viel besser. Wäre es nicht irgendwie vom Sinn her besser, man bietet eine Forschung für alle an, die kurz ist, eine kurze Forschung für alle, dass jeder einfach gratis was bekommt und die Leute, die extra Geld ausgeben, kriegen nochmal was Großes, Fettes obendrauf. Weil welchen Sinn hat es, eine Forschung zu kaufen, die eigentlich, naja, gar keine richtige Forschung ist, wenn ihr sowieso kostenlos eine richtige Forschung kriegt? Klar sagt man, warum, das ist ja total blöd, ich finde es gut, ich habe nämlich nichts gekauft, deswegen möchte ich bitte diese Forschung haben, die so lange geht und 4 Seiten hat. Das kann ich ja komplett nachvollziehen. Es macht aber keinen Sinn, dass eine gekaufte Ticketforschung nur eine Seite hat und nur eine Aufgabe hat in dem Sinne und einfach komplett sinnlos ist. Als würde man sich halt 10 Pokémon für 2,49 kaufen. Und das war's. Da ist ja kein Anreiz wirklich da. Da ist ja nichts Großartiges dabei. Da ist
weiß ich nicht. Also das finde ich ein bisschen unausgewogen. Klar, dass man so eine Forschung kostenlos hat für alle, ist auf jeden Fall stark. Da freuen sich die Leute, dass eine Ticketforschung aber so wenig ist, ist Quatsch. Andersrum hätte es für mich mehr Sinn gemacht, dass man trotzdem eine kostenlose Forschung hat und 10 Encounter kriegt. Und mit ein bisschen Geld kriegt man nochmal eine 4-Seiten-Forschung obendrauf, wo man nochmal mehr Sachen machen kann. Das wäre für mich sinnvoll gewesen. Jetzt sind wir hier bei 103. Sinn? Komplett fertig mit allen Vieren und ich muss jetzt aber nochmal bewerten, was wir hier überhaupt eingetütet haben aus den Belohnungen eben, ob da noch was Gutes dabei ist. 3 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne, 2, 3, 3, 1, weiß ich nicht, 1. Ich glaube, da bin ich schon so weit wieder hinten, dass die von der Forschung schon alle durch sind. Ich habe jetzt noch keinen Shiny, habe heute einen 100er bekommen. Ich finde es trotzdem irgendwie richtig cool. Ich freue mich jetzt dann auf Shiny Hunts und ein bisschen Bonbons, dass wir noch ein paar Sachen maxen können bei Max Out Monday. Wie findet ihr die Abenteuerwoche? Schreibt es mal rein. Habt ihr euch die Forschung für 2,49 Euro gekauft? Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen, weil die 10 Pokémon, die sitzen ja auch wild rum. Das reicht, aber das hätte ich in dem anderen Video sagen müssen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.